Leute, ist das euer Ernst mit dem Wetter? Jetzt habe ich hier zwei Damen mittlerweile, die nass werden, ja? Auch wenn die eine intern in mir drin ist. Das klingt falsch. Ja gut, okay. Kann ich jetzt nicht ändern. Es ist mir rausgerutscht. Ach, schön. Guck mal, Sushi. Heute gibt es Nigiri-Oktopus. Wir werden mal gucken, ob wir das nächste Mal mal mit Cleo kämpfen. Ich glaube, der ist gar nicht mal schlecht. Würde mich auch interessieren, was der so gut kann. Diese elenden Viecher. Nee, nicht Steuerung. Ich wollte was anderes. Ich wollte... Genau, hier jetzt mal die Figur wechseln. Wen habe ich denn jetzt? Alicia? Das ist Sorey. Ich weiß gar nicht, wen ich denn jetzt hier habe. Sehe ich das? Ach so, ja. Das wäre Layla und das kleine rote S. Ein S. Und wir möchten mal mit dem wechseln. Mit dem Spiel. Klappt das? Ich weiß ja nicht, was ich bei dem drücken soll. Nahspanne. Blitzbombe. Klappt doch gut. Okay. Okay. Mikleos Kampftalente. Mikleo kann im Nahkampf gut mit dem Stab umgehen. Er hat zudem Kriegsartes, die Wassergeschosse abfeuern und kann aus mittlerer Entfernung Kombos mit niederrangigen seraphischen Artes ausführen. Dank seiner hohen Arte-Verteidigung hat er gegenüber Feinden, die vor allem Artes nutzen, einen Vorteil. Er kennt sich außerdem mit Heilungsartes aus und passt gut auf sein SK-Level auf. Das klingt sehr gut. Das klingt wie für mich gemacht. Denn wir wissen ja, Cesar daddelt einfach nur auf dem Pad rum, in der Hoffnung, dass alles umfällt. Und spätestens beim ersten Boss werden wir uns wahrscheinlich die Zähne dran ausbeißen. Nur gut, dass man das alles schneiden kann zur Not. Wenn ich da 5 Anläufe für den Boss brauche, glaube ich, wird das uns völlig langweilig. Einen schönen guten Tag. Bei dem Messwetter seid ihr hier. Schön, dass ihr das Pferd auch unter den Baum holt. Darf ich euch mal was fragen? Der Regen ist unglaublich. Wie kann es drüben bei Darmsee so ruhig sein, während es hier so schüttet? Es ist ganz klar, dass die Brücke bei solchen Niederschlägen weggespült wird. Aber trotzdem, es ist nicht zu glauben. Wem sagst du das? Das Wetter ist doch heute hier echt zum Davonlaufen. Okay, da oben haben wir noch mal das Sternchen. Den lassen wir mal eben. Was kann er uns Schönes erzählen? Das wird sogar noch schwieriger, als wir dachten. Die Sandbänke in der Mitte, auf denen die Stützpfeiler standen, sind komplett weggespült worden. Na, riesig. Wie wollt ihr das reparieren? Ich meine, generell bei dem Wetter und dem Stromschnellen, da kann man nichts reparieren. Da muss man schon abwarten. Meiner Meinung nach. Ich würde da jetzt noch nichts machen. グリフレット橋崩壊の調査であります。長雨による氾濫が原因かと。原因は長雨じゃない。水位に比べて流れが異常だ。嫌な気配を感じますが。避難した方がいい。うん、分かってる奴がおる。誰だ貴様は。 わかった。スレイの弦に従おう。スレイって噂の同志か。だったら反乱を鎮めてくれるかも。鎮められるものか。水神様のたたりを。水神？恐ろしい影さ。一瞬で橋を叩き壊すほどの何かだ。貴様！ またそんな寝言を。なんだ。水神様だ。逃げろ。命令だ。早く。
Mist. Wenn das genauso abläuft wie mit dem Fuchs, haben wir gleich ein Problem. Wie war das mit dem Amortisieren? Ah, okay. Es sind Wasserwesen, also kann ich mit Feuer nicht viel anfangen. Ah, wie war denn das? Man kann doch auch weiter weg. Nee, zusammen. Ah, nein, unterbrechen. Nein. So, mal kurz die SK aufgefüllt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie ich das anstellen soll. Es ist extrem knapp, aber wie mache ich denn diese ganzen Kombo-Dinger nochmal? Irgendwie war das doch, dass ich das aufladen kann, oder? Aua. Wie war das? Ich meine, wir kriegen ihn jetzt tot, das ist gar kein Problem, aber Ah! Okay. Kann ich auch noch was machen? Nee. Widerstand gegen Erde und Wind. Schwächer hat er gar keinen knapp. Perfekt. Zwei erst gegen Ende, aber rausgekriegt. Na super, Mikleo kann ja Alicia anscheinend richtig gut leiden. Windmeister-Talisman, Sturm erhalten. Anormale Kugel. Seraphim-Wechsel. Mit Steuerkreuz sämtliche Richtung kannst du den Seraph wechseln, der mit dir kämpfen und amortisieren soll. Wenn du Seraphim steuerst, änderst du mit den Richtungstasten die gesteuerte Figur. Nach einem Figurenwechsel musst du kurz warten, bevor du wieder wechseln kannst. Wenn du im amortisierten Zustand LB drückst, kehrst du wieder in den Normalzustand zurück. Du kannst keine Seraphim auswählen, die K.O. sind. Okay, also die Tasten. Ich wohl hätte nicht gedacht, dass ich auch von dem Pad hier wirklich alles brauche. ヒョウマが天族になった。逆ですわ。実体化するほどのヒョウマは天族が氷魔化したものなのです。天族が氷魔になるだって? そして完全に氷魔化した天族はこう呼ばれます。ドラゴンと。ドラゴンが実在するってこと?伝説が本当に? この橋を壊したというのか私が恥ずかしい限りだ君たちが浄化してくれなかったらどうなっていたか感謝する俺たちもあなたを救えてよかったですウーノだよ若き同志スレイですウーノさん助けた代わりって言うとあれだけど お願いを聞いてくれませんか?お願い?レディーレイクの加護をお願いしたいんです。しかし、今のあの町は…
アリーシャ様、おけがは。大丈夫。竜巻も消えたよ。だから大丈夫だって言ったろ。姫様には同志様がついてんだから。貴様だってビビりまくってただろうが。しかし、急に雨も止んだし、流れも落ち着いてきましたね。これって同志の力なのかな。同志なんておとぎ話だと思ってたけど、 なんか信じたくなっちまった。ほら、同志様と呼べ、同志様と。俺、同志様が竜巻を切ったように見えたよ。こんなこと信じてもらえないだろうけど。いいじゃねえか。信じるなら水神のたたりより同志の奇跡の方が夢がある。ほら、同志様と呼ばんか。 まだこんな人々がいるのか。いや、君が取り戻してくれたのだな。じゃあ加護を。ならせてもらうよ。レディーレイクの土地の神に。ありがとう、ウーノさん。君が初心か。良い同志を選んだようだな。そう思います。 行こう。ブルーの死体が待っている。Da hat uns schon wieder jemand belauscht, bespitzelt. So, das sieht doch schon mal besser aus. Der Regen ist weg. Es ruiniert nicht mehr meine Frisur. Ja, ein bisschen besser ist das Wasser geworden. Es rauscht zumindest nicht mehr so schlimm. Und Alicia, was hast du zu der Sache? Schon bald wird Damsee wieder eine Segnung empfangen. Kehren wir zu deinem zum Heiligtum zurück, Zorei. Bin ich ganz deiner Meinung. Dass wir den platt gemacht haben, finde ich ziemlich gut. Wer sich doch an den Wolf erinnern kann, der so toll aussah, den ich unbedingt platt machen wollte. Naja, ne? Der hat uns jetzt ziemlich rasiert den Tag. Hallo, lieber Piepmatz, sag mal, was sagst du zu dem schönen Wetter eigentlich? Ist doch toll geworden. Ah, lass uns hier auf. Na toll. Also einmal Sushi für nicht Fischliebhaber und einmal Sushi Original für die Fischfanatiker. Ah ja. Ja, Snacks auf die Straße werfen, eigentlich ist das auch nicht so gang und gäbe. Mit den Ausrüstungsfähigkeiten muss ich mich mal in einer Pause beschäftigen, das wird ja sonst hier nichts. Kann euch ja nicht jedes Mal ein stundenlanges Menü ertragen lassen, nur weil ich das hier nicht auf die Reihe kriege, zumindest bevor ich aufnehme, dass ich da nochmal reingucke. Im Moment ist es wirklich schlimm, ich merke es mir einfach nicht. Es ist so viel. Ja, gucken wir mal. Da ist noch ein Wolf. Den nehmen wir mit, denke ich. Ne, ist ja eh auf dem Weg. Der hat uns ziemlich schnell gesehen. Ah, okay. Jetzt habe ich das mal eben mit dem Steuerkreuz ausprobiert. Wenn ich nach oben drücke, wechsle ich den Seraphen. Jetzt hätte ich Layla nehmen können. Statt Mikleo. Also wahrscheinlich ist es im Moment nur die Taste nach oben auf dem Steuerkreuz, weil wir nur zwei Seraphen haben. Das wird sich dann mit der Zeit ändern. Zwei Elemente sind es ja noch. Wir haben Feuer und Wasser, haben wir. Es fehlt noch Wind und Erde. Dann hätten wir vier. Und vielleicht kommen noch mehr dazu. Ich habe so das Gefühl, es sind mehr wie vier Seraphen. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Apfelgummi. Lecker, lecker. So, das haben wir. Fallen gelassen haben sie ja leider nichts. Meine Freunde haben mir erzählt, dass es im unterirdischen Aquädukt Monster gibt. Ja, da liegen sie auch gar nicht mal so falsch. Wir haben hier was Neues. Frei und frei. Frei laufen, immer mit links, Joystick.
auf einer geraden Linie bewegen mit LT und links. Gibt's noch was? Nö. Jetzt ist auch technisch dazu gekommen. Das hatten wir vorher nicht, glaube ich. Bin ich zumindest der Meinung. Wir hätten sowieso nur 2 Punkte. Das geht bei frei und frei gar nicht. Ja, okay. Wir generell könnten wir hier gar nichts ändern. Gut. So. Wo müssen wir denn hin? Lass Pater Brunner das heilige Wasser segnen. Wo ist Pater Brunner? Also der Waffen war hier oben. Wir gucken mal nochmal. Hier war er vorhin. Pest ausgebrochen, wie unschön. War damals ja eine sehr schwere Krankheit, die von Ratten übertragen worden ist. Heutzutage gibt es sie an sich nicht mehr. Wollen wir hoffen, dass das auch so bleibt. So, jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch, weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Ach nee, geht das schon wieder los, meine Orientierung? Ach ja. Gibst du uns noch mal einen Tipp? Na? Nee. Eine Seelenbank kehrt zum Heiligtum zurück. Heiligtum, Heiligtum war wo? Darmsee, Aquädukt, da, Heiligtum. Ja, klar, wo wir die Klinge rausgezogen haben. Da müssen wir hin. Ach ja. War das hier lang? Ja. Hier hoch. Zu dem Markt, der hier ist. Genau, und zu dieser Kathedrale ist das, glaube ich. Ja. Hier müssen wir hoch. Hier sind schon die jungen Priester, die Nachzügler. Bist du da, Alicia? Ja. Ich muss sagen, das ist wirklich sehr schön. Also die Kathedrale an sich ist wirklich ein wunderschöner Ort. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben mit den Details, das muss man wirklich sagen. Da hat man schon ganz andere Sachen gesehen. Auch dass es mit den Schatten hier sehr gut fällt, gefällt mir immer wieder. So, jetzt aber zum Pater. Oh, まさに奇跡の力! 我らの存在を全く感じていないようだな。 何だろう今体の中を風が通ったような。この町に加護が戻ったのです。私の領域で町を覆った。だが加護を維持するには人々の協力が不可欠だ。ですね。加護を助けるには祈りだけでなく様々な方法があります。例えば？ 例えば。 なるほどね。わかった。やってみるよ。やれやれ。手間がかかるね。私も魅力を尽くします。
どうした？まだ強い汚れを感じる。そう遠くはない。街中だ。そっちは王宮の？それが天族との会話というものですか？独り言にしか見えませんね。あなたは？ハイランド内務大臣バルトロ閣下の使いです。レディーレイクのために進駆されている同志スレイを私的な食事会にご招待したいと。見張っていたのか、スレイを。とんでもない。驚いていたところですよ。限りなく低いとはいえ、王位継承権を持つハイランド王女が噂の同志と親密なご関係とは。姫様の愛する民衆もさぞや喜ぶことでしょうな。勘繰りだ、そのような。アリシャ、どこに行けばいい？ラウドテブル王宮。わかった、バルトロさんによろしく伝えて。大臣たちには関わらない方がいい。私は彼らから。汚れがある方角っぽいし、ちょうどいいよ。すまない、甘えてしまって。気にしないでいいよ。王宮を見たいってのが本心だから。王宮って初めてだ。案内よろしくね。君にとっては同じなんだな。Der Segen für Region Damensee wurde wiederhergestellt. Das ist sehr gut. Herrscher des Landes. In Gebieten, in denen der Herrscher des Landes freigeschaltet wurde, kannst du nun an Speicherpunkten auf das Menü Herrscher des Landes zugreifen. Bei Kämpfen in diesem Gebiet wird das Segnungslevel abhängig von dem Rang, den du erhältst, erhöht. An einem Speicherpunkt wird dein Rang automatisch auf das Segnungslevel addiert. Steigt das Segnungslevel, erhältst du auch Zugriff auf Gaben mit diversen Effekten. Herrscher des Landes, Reise zum Speicherpunkt. Gebe Guide aus, um zu Speicherpunkten zu gelangen, die du bereits besucht hast. Gaben einstellen. Aktiviere verschiedene Gaben. Ihre Verfügbarkeit richtet sich nach dem Segnungslevel. Gaben. Biete Objekte als Gegenleistung für Ränge an. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, uns zu teleportieren, ohne große Strecken laufen zu müssen, wenn es dann später soweit ist. Gaben einstellen. Es wird jetzt leider wieder eine kleine Lesestunde. Es tut mir leid, wer das nicht sehen möchte oder dem es zu viel ist, der sucht einfach weiter, wo es dann weitergeht. Ich kann es jetzt nicht versprechen, wann diese Texte zu Ende sind. Gaben. Du kannst Gaben aktivieren, um in der Domäne des Herrschers des Landes zu wirken, solange du nicht die maximalen Gesamtkosten für Gaben überschreitest. Gaben wirken sich auch auf Kämpfe aus. Durch die Erhöhung des Segnungslevels werden sowohl neue Gaben hinzugefügt, als auch die maximalen Gesamtkosten für Gaben erhöht. Du kannst das Segnungslevel durch Erlangen von Rängen im Kampf erhöhen. Helion-Erkennung, sehr geil. Heiligung, Wunder des Lebens, heilende Luft und Schatzwiederherstellung. Schatzwiederherstellung hört sich, als wenn die Truhen noch einmal gefüllt werden. Reisepause, in einer Gegend, in der du dieser Bonus aktiviert wurde, kannst du dich mit Hilfe von Gall zwischen Speicherpunkten bewegen, die du bereits erreicht hast. Sehr schön. Nehmen wir. Gegenstände anbieten. Nächstes Level mit 1,82. Ah, das hat schon mehr. Wir geben mal einen Salbei. Ach, wir können sowas geben.
Oh, jetzt hätte ich fast niesen müssen. Herrschermontur, Lehrenring, Lehrenring 2, Kampfstiefel. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich hauptsächlich bei sowas bleiben. 4, 5. Ja, bieten wir an. Segenstufe Teil 2. Rang 1, schätze ich mal, soll das sein. Aktuell ernannter Normen. Uno. Sehr schön. Verbraucht heiliges Wasser des Wasserfalls. Darmsehen. So schnell konnte ich es gar nicht lesen. Du hast ein lustiges Zeichen über den Kopf. Darf ich dich mal sprechen? Hallo Hirte. Ich hoffe, dass deine Reise gut verläuft. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass Brunor hier auch vorbeikommt. Sehr gut. Bin ich hochbegeistert. Das ist wahrscheinlich genau das Menü. Hier haben wir den Speicherpunkt. Den nehmen wir auch gleich. Dann können wir immer gleich hierher kommen. Reise zum Speicherpunkt. Du kannst sofort zwischen zwei Speicherpunkten reisen, die du zuvor entdeckt hast. Das Reisen zwischen den Punkten kostet Geld. Aber der Geldpreis ist in Gebieten, in denen der Herrscher des Landes bereits freigeschaltet ist, günstiger. Das Reisen zwischen Speicherpunkten innerhalb derselben Stadt ist kostenlos. Sehr schön. Das heißt, das sieht ja geil aus. Wir können zur Heimat, wir können tatsächlich in unsere Heimat mal reisen, wenn wir dort mal wieder hin möchten, um Gigi wiederzusehen und die anderen. Und wir können nach Darmsee reisen. Wir haben Ruinen, zu denen wir reisen können, beziehungsweise Höhlen. Und das sind die äußeren Wege. Sehr schön, finde ich gut. Gut, okay. Wir speichern aber erstmal und wir speichern, wo wollen wir das hinspeichern? Die Galahad-Ruine haben wir ja eigentlich fertig. Haben wir schon weiter runter? Ja, wir haben schon richtig viel gespeichert, ne? Wahnsinn. Dann haben wir das Gasthaus. Dann haben wir das. Ich muss, glaube ich, später mal immer nach der Spielzeit gucken. Wir nehmen hier die Galahad-Ruine. Da waren wir schon drin. Dankeschön. Also so funktioniert das dann. Das X und das A. Entweder speichern oder halt dann auch mal reisen. Oder erst speichern, dann reisen. Finde ich sehr gut. So, Herr Priester, was sagen Sie denn zu der Lage? Keine Sorge. Ich werde in meiner Fürsorge für das heilige Wasser und in seiner Anbetung nicht wanken. Mehr Sorgen macht mir dein Wohlergehen, sanftmütiger Hirte. Pass auf. Bitte pass auf, wenn du das Schloss aufsuchst. Kanzler Bartlow ist dafür bekannt, dass er die skrupellosen Spielchen der politischen Klasse nur zu gut beherrscht. Wir werden also gewarnt und ich glaube, das hätten wir nicht mal gebraucht. Der ist mir sowieso nicht ganz geheuer, dieser komische Bartlow. Macht einen leicht tyrannischen Eindruck. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Was haben wir für Quests? Geh zum Runentafelschloss. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir da sind. Okay. Naja, dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Die Aussicht ist ja wieder der Hammer. Da hinten das ganze Gebirge. Kann man sehr gut sehen. Da hinten kommen auch Flüsse. Sieht ein bisschen aus wie Schnee teilweise. Sehr schön. Ich muss sagen, bin immer wieder davon begeistert, wie toll die das hier gemacht haben.